Hallo und herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Dann gehen wir mal hier durch. Ich bin... What the fuck? Knöchel nicht verstaucht. Okay, und tschüss, Freunde. Okay. Wo bin ich nun? Oh. Ich bin in der Zentrale oder nicht? Das ist die Kommandozentrale oder nicht? Das ist das Steuerungszentrum. Ja. Sieht so aus. Okay. Gut, ja, hier brauche ich ja nichts. Erst später, wenn wir fertig sind, wissen wir also, dass wir von hier unten nach hier oben teleportieren können. Gut, das müssen wir uns auch noch merken. Und zurück. Hallo! Du hast ja nicht hinge... Leucht. Welcome aboard, Captain. Yep. Okay, das heißt, wir müssen jetzt wieder zurück, um wieder hinzukommen. Die sind wieder respawned, die Schweine. Oh nein. Egal. Wir müssen gleich jeder reparieren. Tschüss. Ein Fisch. Der hier so durchschwimmt durch die Luft. Okay. Erstmal reparieren. Und dann gucken wir mal, woher er kam. Ich habe nämlich keine Ahnung. Habe ich noch genug Energie? Oh ja, ja. Noch, glaube ich, ein Dingens, ne? Ein Wärme-Thermalgenerator-Upgrade, glaube ich. Oh Gott. Okay, wo muss ich hin? Geh weg! Geh weg! Okay. Wir speichern. Sicher! So, wo muss ich hin? Da muss ich lang. Okay. Langsam. Komm her, ich verbox dich, Junge. So wie dich! Okay, wo muss ich hin? Oh Gott, ich weiß es nicht. Eis? Vielleicht? Ich glaube, hier ist okay. Ja. Jesus Christ, wo muss ich hoch? Hier vielleicht? Ja, vielleicht? Nein? Mist. Füße einziehen. Hier muss ich nicht lang. Ah, oh Gott.
Sind die ganzen Eier. Ist irgendwie ein bisschen beängstigend. Oh, heiß, 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 heiß. Shit. Hoch, komm. Nein, auch scheiße heiß. Ah. Wo komme ich denn hier zurück? Oh. Sorry. Armer Kerl. Mist. Komme ich hier wieder raus? Scheiße. Ist sie okay? Ja. Nein, nicht okay. Ah! Fuck! Da! Lol. Oh. Ja. Schrei mir nicht so an. Okay, okay, okay. Ich weiß, es heißt Pech. Ja. Guten Tag, Freund. Ja, also ich stehe hier nur so rum und. Das sind zwei. Ah! Nicht cool. Oh, Hintern kommt. Which has formed in this area can be carbon dated to between 800 and 3000 years ago. Okay, gut zu wissen. Ich habe gerade andere Probleme, ehrlich gesagt. Und zwar 3000 Jahre alte Drachen im Wasser, die mich fressen wollen. Oh Gott! Oh, was? Oh Gott. Draußen gespawnt. Lol. Oh Gott. Schock des Lebens, ey. Wir machen die Sachen durch, Freunde. Da kommt doch keiner, ey. Holy moly. Okay. Speichern. Oh, let's go! Beilung. Ah! Scheiße! Doofe Idee! Zwei auf einmal! Das ist voll unfair! Immer in Bewegung bleiben, nicht zurückschauen, lalalala. Ah! Alter Schwede. Puh. Wow, lag. Willst du mich verkackeiern? Ich wollte gerade sagen, der kommt doch jetzt nicht durch die Wand da durch. Alter Schwede, komm schon. Ich will in mein Haus, da bin ich sicher. Und tschüss. Welcome aboard, Captain. Holy moly, ey. Die waren jetzt ziemlich aufdringlich. Zwei Stück sind das auch, die da drüber rumschwimmen, ey. Das ist richtig unfair.
Piesel dich. Dankeschön. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Habe ich schon mein erstes... Ja, bitte, danke. Oh Gott. Das war ein Abenteuer. Meine Güte, alles so viele blöden fucking Artefakte. Hm. Darauf erstmal einen Schluck Kaffee, ey. Apropos, ich muss sowieso mich essen und mich füttern und mich mähen. Welcome aboard, Captain. All systems online. Okay. Alles wird gut. 100 Millionen Ionenkristalle mal wieder. Davon kriegen wir irgendwie auch viel zu viel. Ich weiß gar nicht, was ich ganz alles machen soll. Was weiß ich. So. Ist auch nicht viel Platz. Toll. Okay. Futter. Wunderbar. Okidoki. Batterie habe ich noch? Eine volle? Ja. Gut. Dann die Artefakte. Zwei waren das, ne? Mal drei mit für die Sicherheit. Oh, noch Medikit. Nice. Sehr schön. Okay. Hatte ich noch hier? Krebsanzug, Wärmereaktor. Genau den wollte ich haben. So. Wo sind denn die Module? Nee. Module, Module, Module. Erweiterungsmodule. Zack. Und hallo. Welcome aboard, Captain. Okay. Bitte? So. Energie sollte langsam hochgehen. Ja, geht langsam hoch. Sehr schön. Ach ja, nochmal kurz reparieren, wenn nicht schlecht. Hui! Okay, irgendein Warp in der Nähe. Aber da müssen wir einfach ganz souverän rangehen, umdrehen, in die Fresse boxen und weiterlaufen. So wie es sich gehört. Bei Stalkern. Okay. Ich bin bereit. Bin ich bereit? Nein, natürlich. Ja, egal. Ja, du kannst. Und wieder rein. Da muss ich hin, da muss ich hin. Oh Gott, die werden wieder ganz schön sauer werden. Sag ich doch. Alle beide. Ich muss kurz zwischenlanden. Oder? Komm schon, letzten Schluck. Ja. Perfekt. Ab in meine Ecke. Oh Gott. Ich sollte direkt springen gehen. Ich sollte direkt springen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich lang muss. Irgendwo hier lang vielleicht. Oh, heiß. Ah! Hier ist okay. Okay. What did you do? So, und dann? Hier lang vielleicht? Da lang vielleicht? Oh Gott, ich weiß es nicht. Halt. Ich glaube, ich muss in diese Richtung, kann das sein? Oh Gott, staubt gerade hier. Guck mal. Hier geht's zurück. Ich glaube, ich muss da runter und dann ins Eck, oder? Oder auch nicht? Oder wir gehen hier lang? Okay. Nice.
Schnauze. Keine Zeit für dich. Das ist der Eingang, ne? Ja. Rein mit mir. Okay. Ganz ruhig. Okay. Als allererstes gehen wir hier nebenan. Hier gehen wir hin. Mein blaues Artefakt. Okay. Blaues fremdes Artefakt. Wo haben wir es denn? Blaues, fremdes Artefakt, glatt und kalt mit einem blauen Licht, das ein unbekanntes, fremdes Signal entleuchtet. Ja, leuchtet. Okay. Ah, oh Gott. Hauptsache, ich kann hier im Trockenen... Naja, das ist doch nicht unbedingt für Überwasser gemacht, ha? Irgendwo dieses komische Krabbelvieh. Mach fein Sitz. Okay. Oh Gott. Speichern. Ich will auf jeden Fall nicht weggesäppt werden, ey. Nicht durch die Mitte, bitte. Oh Gott. Gar nicht gruselig. Oh, der Bass. Der Bass. Oh. Fremde Ionenkristalldaten. Oh! Die Daten der Fremden zeigen einige der Mechanismen, mit denen die Erbauer in der Lage waren, solche riesigen Mengen an Energie in den Ionenkristallen zu speichern und zu nutzen, die in ihren Einrichtungen entdeckt wurden. Bessere Batterie- und Energiezellen, Baupläne, die diese Informationen benutzen, sind nun im Fabrikator verfügbar. Yes, baby! Ionenbatterie! Ah! Ionenenergiezelle. Aha! Halten die dann länger? Und speichern die mehr? Wahrscheinlich, ne? Blausartefakt. Mhm. Das war's? Nee, oder? Das waren noch drei Sachen, oder? Drei Sachen? Okay, egal. Ion. Wunderbar. Wunderbar. Okay, geh runter. Nice. Ich wusste doch, für irgendwas müssen sie noch gut sein, als nur zum vervielfältigen der Artefakte. Da sind noch zwei Datenpakete. Oh Gott, das geht doch niemals gut, oder? Speichern. Kopf einziehen. Oh Gott! So, fangen wir damit an. Dieses System wandelt thermische Energie in elektrischen Strom in 90% Wirkungsgrad um. Ein Teil dieser Energie wird vor Ort chemisch gelagert, während ein unbekannter Mechanismus den größten Teil davon an entfernte Orte anderswo auf dem Planeten überträgt. 30% Notfälle vor Ort gespeichert, 30% Boden-Luft-Quarantäne, Vollstreckungsplattform, 22% primäre Sicherungseinrichtungen, 11% Seuchenforschungseinrichtungen, 7% selbstteleportierende Quarantäne, Selbstvollstreckungseinheit. Quarantäne, Vollstreckungseinheit. Mein Gott. Das System scheint vollautomatisch zu sein und bei gegenwärtigem Verständnis der
beteiligten Mechanismen vollkommen unterbrechungsfrei zu arbeiten. Okay, das ist mal gut. So. Energietransfer für primäre Sicherungseinrichtungen. Dieses Terminal kontrolliert einen wesentlichen Teil der Energieversorgung des Kraftwerkes an einer weit entfernten Einrichtung anderswo auf dem Planeten. Rechnungen zeigen, dass sich die Einrichtung weniger als einen Kilometer südlich vom Wärmekraftwerk befindet, in einem Abgrund, der die bisher befahrenen Tiefen noch unterschreitet. Okay. Ach so, klar, ja, das ist das Ding, was noch tiefer liegt. Klar, die Dinge sind ja wieder. Ich würde sagen, lass mir das schneiden. Aber ja, das wissen wir bereits. Und Fossiliendaten. Die geologischen Daten wurden aus dem Vulkangestein aufgezeichnet, das ausgegraben wurde, um die Einrichtung zu errichten. Es war möglich, eine Reihe von Entwicklungsrichtungen auszuwerten. Genetische Abweichung. Die Fremden zeichneten Daten über heimische organische Überreste auf, die aus einer Zeit vor 10.000 bis 1.000 Jahren gesammelt wurden. Die Lebensformen in den Aufzeichnungen zeigen eine ungewöhnliche niedrige Überschneidung mit denen, die bisher auf diesem Planeten angetroffen wurden. Massensterben. 1.000 Jahre alte Bodenproben enthalten eine 300% höhere Konzentration an organischen Überresten als der Bodendurchschnitt. Die Daten untermauern ein Massenaussterben, das die Mehrheit der Arten ausgerottet und eine schnelle Anpassung unter vielen der Überlebenden erzwungen hat. Ursache ist unbekannt, plausible Theorien, schwankende Umweltbedingungen, Erkrankungen, Meteoriteneinschlag, künstliche Beeinflussung. Ja. Voilà. Okay, okay. Nochmal speichern. Ich weiß nicht, ob man hier gesetzt werden kann. Das große an den Haaren, was sag ich euch? Was bist du? Ach, du warst Ion-Kristall. Ich hab mich erschrocken, weil das eben plötzlich da oben stand. Prost. Okay, okay. Dann müssen wir jetzt schon wieder nach oben. Na toll. Da war ich doch gerade erst. Hoffentlich finde ich den Weg wieder. Wahrscheinlich nicht, aber nein. Mal speichern für den Fall, dass unser Prawn kaputt geht, weil ich werde keins der Geräte mehr neu bauen. Sollte irgendwas kaputt gehen, müssen wir den Speicherstand neu laden. Punkt aus Ende. Okay, dann wollen wir mal. Da sind sie wieder und sind sauer. Kann ich hier landen? Rohstoffe nehme ich, wo ich kann, auf jeden Fall. Puh. Da unten ist er. Okay, weg. Weg, 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 weg mit uns. Wo muss ich lang? Ich weiß es gar nicht. Ach, vielleicht. Hoch, nicht hoch. Schub, hopp. Hopp, 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 hopp. Voll am Rad. Sieht unausgelastet durch Viecher. Schlimm. Okay, aber hier bin ich nicht ganz richtig. Oh, wohin muss ich denn? Scheiße. Schauen. Ist okay? Ja. Nicht richtig? Dann. Eis, glaube ich. Da hoch. Oder? Oh. Okay.
Okay, nochmal hier runter. Heiß? Warum ist denn hier heiß? Heiß! Halt! Ab ins Eck, ab ins Eck, ab ins Eck! Ist noch okay? Gut. Wo muss ich hin? Damit. Shit, Mann. Okay, Ja. Ah, ich bin kurz verwirrt, irgendwie ein bisschen. Ich meine, ich muss da hoch, aber hier ist nichts. Okay, hier vielleicht irgendwo. Das heißt, es ist heiß, 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 heiß. Halt. Okay, mein Gott. Die machen so einen Krach. Ich glaube, hier bin ich runter. Das heißt, ich kam von hier irgendwo. Oh. Jetzt nerven wir langsam. Hä? Wir haben mich total verlaufen. Ist auch nicht so einfach, sich hier zurechtzufinden. Oh Mann. Was? Nee, ne? Bei dem Rumgejammer kann ich mich auch voll nicht konzentrieren hier. Ich glaube, ich kam von da. Ja, von da. Korrekt, korrekt, top. Ab in diese Ecke. Speichern. Und dann Knallgas. Nicht umdrehen, einfach laufen, 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 Gas geben. Wuhu. Beide sind mal wieder ziemlich aggro. Kann ich verstehen. Wenn jemand an meinem Schloss klammern würde, wäre ich auch sauer. Hui. Hui. Bin ich gefolgt? Nein, nein, gar nicht. Nein, 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 nein. Okay, tschüss. Puh. Okay, da, okay. Will ich rein? Ja, komm. Bin eh voll, für reparieren kann ich rein. Welcome aboard, Captain. Geschafft. All systems online. Schön. So, dann habe ich. Wir wollen direkt einmal. Das blaue Artefakt, einen Ionenkristall. Jetzt hier. Und 3 Diamanten, weil ich weiß nicht, ob wir die noch brauchen für was anderes, außer das. Deswegen, sicher ist sicher. Jep, jep, jep. Blaues Artefakt. Und neue Ionenbatterien. Jawohl. Schön. So, ich würde gerne direkt mal ein Ionending bauen, um zu wissen, ob es jetzt mehr Energie hält als die anderen oder nicht.
würde ich sehr gerne wissen. Ionenergiezelle, ein Silikongummi, Kupfer, Erz und Ionenkristall. Kupfer, Silikongummi und Ionenkristalle. Ionenbatterien. Das war falsch, ich Idiot. Okay, können wir direkt mal testen. 500! Ach du Heilige. Okay, gut. Das, ja. Nochmal. Das. Silikongummi habe ich noch. Und Kupfer. Das ist ein Gold. Das ist ein Kupfer. Nochmal. Nicht so voreilig jetzt. Silikon. Habe ich nicht? Achso, ich habe außer den Fahrergewebe mitgenommen. Gell, die sehen auch immer gleich aus, leider. Silikongummi. Ionenergiezelle. Wow. Fettes Ding. 1000. Wow. Zu 200 ist das schon eine gewaltige Menge. Alter Vater. Aber sowas von, mein Freund. Aber sowas von. Tun wir die eigentlich aufladen? Nö, oder? Doch, ich glaube schon. Okay, dann mache ich so viel davon, wie ich kann, weil die nämlich echt super sind. Silikongummi, Silikongummi. Silikon. Okay, drei, kriegen wir drei hin. Ja. Eins, zwei, drei. Läuft. Okay. Energiezelle. Nice. Okay, also das ist auf jeden Fall eine Revolution, ne? Aber sowas von. Meine Güte. Zack. Zack. Alles, fast alles voll aufgeladen. So, eine von denen noch. Dann... Ja. Ist das so okay? Wie viel Potenzial haben wir jetzt an Energie? 4400. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay. Dann darf der Rest gerne wieder weg. Zack, zack. Diamantkappen weg. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.